Eine Kamera am Arbeitsplatz und das ärztliche Attest schon am ersten Tag. Was darf mein Arbeitgeber und was nicht? Das und mehr erklären wir heute bei Service Extrem. Darf der Chef privates Surfen mit einer Spionagesoftware kontrollieren? Pia arbeitet als Trainee in einem Architekturbüro. Einen Großteil ihrer Arbeit erledigt sie am PC. Immer wieder schaut sie aber auch auf ihre Social-Media-Profile, was ihre Freunde so Neues gepostet haben. Im Büro nebenan kriegt ihre Chefin jede Tastaturbewegung von Pia mit, weil sie bei ihr einen sogenannten Keylogger installiert hat. Das ist verboten. Aber auch das private Surfen ist laut zahlreicher Medienberichte nicht erlaubt, oder? Nee, also meine Chefin kontrolliert mein Verhalten am Computer, was ich privat mache, nicht. Ich glaube schon, dass viele Arbeitgeber auch ihre Arbeitnehmer bespitzeln, sage ich jetzt mal, mit Keyloggern oder Ähnlichem am Arbeitsplatz. Aber erlaubt ist es eher nicht. Ob Arbeitgeber ihre Angestellten wirklich nicht bespitzeln dürfen, erklärt uns unsere Expertin Evelyn Wiesbeck. Ja, nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist der Einsatz von sogenannten Keyloggern unzulässig, weil das ein massiver Eingriff in die Privatsphäre von den Arbeitnehmern ist. So gewonnene Daten dürfen auch nicht vor Gericht verwertet werden. Pia hat Pause und will weiter im Internet surfen, diesmal auf ihrem eigenen Tablet. Ist sie damit safe? Denn die Frage ist ja, wann, wo und womit dürfen Angestellte überhaupt privat surfen? Während der Arbeitszeit darf ich als Arbeitnehmer natürlich nicht surfen, aber während meiner Pausen kann ich surfen, posten, wie immer ich lustig bin. Allerdings sollte ich aus Sicherheitsgründen das mit meinem eigenen Tablet oder meinem eigenen Telefon machen. Die private Nutzung des Internets am Dienstcomputer sollte zeitlich und inhaltlich im Arbeitsvertrag oder in einer gesonderten Dienstvereinbarung geregelt werden. Muss ich schon am ersten Tag ein Attest vorlegen, wenn ich krank bin? Es ist Montag. Pia umsorgt Sabrina, die eine fette Erkältung erwischt hat. Per Mail hat sie bereits ihren Chef informiert, dass sie heute nicht zur Arbeit kommt. Plötzlich klingelt das Telefon. Die Sekretärin will sofort von ihr schon am ersten Tag ein ärztliches Attest haben. Also ich kann nur von meinem Arbeitgeber sprechen. Da ist es zum Beispiel so, dass Azubis ab dem ersten Tag schon eine Krankmeldung vom Arzt bringen müssen. Wir anders Angestellten aber nicht. Ich weiß nicht, ob es rechtens ist, dass man ab dem ersten Krankheitstag einen Attest vorlegen muss. Durchaus möglich, glaube ich, auch wiederum bei Verdachtsfällen, wenn es öfter vorkommt. Also grundsätzlich ist in den meisten Arbeits- und Tarifverträgen geregelt, dass man erst ab dem dritten Tag der Krankheit einen Attest vorlegen muss. Allerdings kann der Arbeitgeber auch schon früher einen Attest verlangen. Aber was darf ich überhaupt, wenn ich krank bin? Darf ich das Haus verlassen und ins Café gehen? Es gibt eine ganz klare Regelung für das Verhalten im Krankheitsfall, denn... Grundsätzlich gilt, krank sein bedeutet nicht Hausarrest. Man darf etwas unternehmen, es ist nur verboten, was die Genesung verzögern oder sie verhindern könnte. Darf mein Chef mich am Arbeitsplatz mit der Kamera überwachen? Sabrina macht eine Ausbildung in einer Kfz-Werkstatt. Ihr Chef ist misstrauisch und hat eine kleine Kamera so installiert, dass er seine Azubine über den Bildschirm ständig beobachten kann. Sabrina weiß nichts davon, entdeckt aber die Kamera irgendwann. Dürfen Mitarbeiter per Video ständig beobachtet und überwacht werden? Ich denke, wenn die Mitarbeiter nicht eingeweiht werden, dass Überwachungskameras installiert werden, ist das nicht rechtens, nein. Arbeitsplatz auch absolutes No-Go. Stimmt das? Gilt ein generelles Verbot am Arbeitsplatz? Evelyn Wiesbeck kennt die genauen Fakten. Also in betriebsinternen Räumen darf der Arbeitgeber die Angestellten nicht videoüberwachen. Macht er das trotzdem, drohen diesen Bußgelder bis zu 300.000 Euro. Zudem können die Mitarbeiter ihn auch auf Entschädigungen in Anspruch nehmen, da er ihre Privatsphäre verletzt. Eine Ausnahme besteht, wenn der Arbeitgeber einen begründeten Verdacht einer Straftat hat. Denn dann ist eine heimliche Überwachung erlaubt. Anders verhält es sich bei öffentlichen Plätzen. Hier darf eine Überwachung stattfinden, allerdings nur, wenn gut sichtbar ein Schild angebracht ist. Doch manchmal ist die Überwachung komplett verboten. Kein Problem, folgende Räume sind immer von einer Mitarbeiterüberwachung ausgenommen. Toiletten, Umkleideräume, Schlafräume und sanitäre Anlagen. Kann ich eigentlich gekündigt werden, wenn ich meinem Chef Strom klaue? Wie alle hat Pia ihr Handy auch am Arbeitsplatz immer dabei. Als ihr Akku am Ende ist, steckt sie das Ladegerät selbstverständlich in den Stecker, genau wie das Ladegerät ihres Tablets. Fast schon ein Reflex, aber darf sie das überhaupt? Schließlich zahlt ihr Arbeitgeber den Strom. Ich weiß nicht, ob die Arbeitgeber da sowas dagegen haben. Also so viel Strom ist es ja wahrscheinlich nicht, oder? Du klaust mir meinen Strom. Diebstahl. Wenn ich unbefugt private Geräte, zum Beispiel Handys oder Tablets, im Büro lade, kann der Arbeitgeber eine Abmahnung aussprechen. Wenn ich dann das Verhalten nicht einstelle, kann es im schlimmsten Fall auch zu einer Kündigung kommen.
Am besten man vereinbart mit dem Chef eine Energiepauschale, die monatlich vom Gehalt abgezogen wird. Kann der Chef eigentlich fordern, dass ich High Heels im Job trage? Sabrina trägt in ihrer Ausbildung bequeme und funktionale Arbeitskleidung. Doch plötzlich will ihr Chef sie in sexy Klamotten zu einer Messe mitnehmen. Eine Forderung, die erst kürzlich in den Medien für Schlagzeilen gesorgt hat. Vorschriften für Arbeitskleidung gibt es bei uns nicht. Nein. Ich würde es mir manchmal wünschen. Ich kenne Bekannte, die im Bereich Promotion arbeiten. Und da ist ganz klar, ohne High Heels geht da nichts. Und je knapper die Outfits, desto besser. Ja, grundsätzlich kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts den Angestellten auch Vorgaben machen, was diese zu tragen haben. Das gilt insbesondere dann, wenn es der Sicherheit dient oder diese viel Kontakt mit Kunden haben. Der Arbeitgeber wird jetzt nicht vorschreiben können, dass ich unbedingt High Heels tragen muss. Er kann aber eine Verkäuferin untersagen, in Turnschuhen zu verkaufen. Generell gilt, aufpassen mit dem, was man privat in seiner Arbeitszeit macht. Denn schnell kann aus einer scheinbaren Kleinigkeit eine Kündigung werden.